Hallo liebe YouTube, Facebook und Instagram-Freunde, ich grüße euch. Wir haben heute den 30. April 2021 und hier bin ich wieder mit einem neuen Getränk. Und zwar habe ich heute mal was ich noch gar nicht kenne. Und zwar von Pfanner Multivitamin. Das ist aber jetzt kein Eistee. Pfanner ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er Eistee herstellt. Aber heute Morgen war ich bei Aldi Nord hier bei uns in Essen einkaufen und habe das entdeckt. 99 Cent im Angebot. Und da dachte ich mir, ich nehme das jetzt einfach mal mit, damit ich mal testen kann, wie eigentlich der Multivitaminsaft so von Pfanner schmeckt. So, dann schauen wir mal. Also, die Zutaten. Hier steht übrigens drauf vegan. Zutaten, Multivitamin, Erfrischungsgetränk. Also vom Fruchtgehalt kann man eigentlich kaum sprechen, denn hier steht Fruchtgehalt 12%. Zutaten, Wasser, Meerfruchtsaft aus Meerfruchtsaftkonzentrat, Apfel, Orange, Ananas, Traube, Maracuja, Birne, Kiwi, Zucker, Meerfruchtmark, teilweise aus Fruchtmarkkonzentrat, Pfirsich, Aprikose, Banane, Mango. Ja, und dann kommt hier noch Zitronensäure, Vitamin C und so einen ganzen Kram, ne? Ja, Beta-Carotin. Vor dem Öffnen gut schütteln, 3 Tage nach dem Öffnen verbrauchen. Hergestellt von Pfannergetränke in Österreich. So, dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Wir werden jetzt mal schütteln. Ich muss euch sagen, Pfanner ist übrigens das erste Mal, dass ich das überhaupt trinke. Ich hatte Pfanner noch nie. Weil ich ja ein Furz, also Fürztee-Freund bin oder ein Freund von den Vorbrottees und den von Capital Bra. Aber die hier hatten wir noch nicht, also testen wir die mal. Wir machen es mal auf. Jo, riecht sehr fruchtig. Sehr fruchtig, muss ich sagen. Also kriegt man direkt Durst drauf. Wir nehmen das mal hier rein in ein sauberes Glas. So sieht's aus. Machen wir mal ein bisschen mehr rein. So. Man will ja hier nicht geizen mit den Reizen, ne? So. Ich würde sagen, gelb-orangelich sieht's aus. Ja. Naja. Also ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, ich gebe mal die Note 5 von 10. Also es könnte ein bisschen besser gesüßt sein, finde ich. Ne? Ja. Man kann es trinken, aber es ist zu wenig gesüßt und hat einen ganz leichten, aber wirklich nur ganz leichten Nachgeschmack, aber nicht von Süßstoff, denn der ist dann nicht drin. Man kann es trinken, keine Frage, aber ich werde es nicht nochmal kaufen, weil einfach zu wenig gesüßt ist. Ne, man schmeckt halt zu sehr man schmeckt zwar diese Frucht, aber auch dieses Wässrige. Und das muss nicht sein. Aber gut, ihr könnt es ausprobieren, gibt es für 99 Cent bei Aldi Nord. Von heute an, bis es aufgebraucht ist. Also in meinem Aldi hatten die davon noch 6 Stück. Keine Ahnung, ob die zu wenig gekriegt haben. Ich weiß es nicht. Probiert's aus. Trinken kann man es, keine Frage. Man kann es wirklich trinken, aber mein Fall persönlich ist es nicht. Das ist halt jedem selbst überlassen. Es gibt ja auch Leute, die mögen das, wenn ein bisschen weniger Zucker drin ist. Aber mein Fall ist es nicht. Aber keine Frage, trinken kann man es. Das hat halt nur so einen wässrigen Nachgeschmack. Und das muss nicht sein beim Multivitaminsaft. Aber naja, probiert ihn aus. Das war mein Test mit Pfanner. Und es kommen demnächst auch noch von Pfanner die Eistees dran. Wenn ich welche finde im guten Angebot. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass die dann auch schmecken. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.